Gesicht in der DFA schon seit so vielen Jahren, dass ich ihn immer gefragt habe, sag mal, bist du eigentlich Mitglied irgendwie oder wie auch immer? Weil ich glaube, du warst öfters halt einfach bei den Tagungen als manch anderes Mitglied. Du warst immer da und eigentlich seitdem ich in der DFA bin, kenne ich dein Gesicht. Und dann plötzlich auf einmal habe ich dich gerade noch eben gefragt, ach, du präsentiert bist, ich hatte doch vorhin gesagt, dass die ersten vier alle neue sind, aber du bist doch noch Mitglied. Nee, er ist nicht Mitglied. Also er bewirbt sich jetzt sozusagen mit seinem Portfolio. Willst du noch etwas? Ich habe ihn auch gefragt, wer hat ihn eingeladen? Und dann sagte gerade Andreas Langen, wir haben ihn alle vier eingeladen. Insofern stehen jetzt zwei hier vorne. Ich will nur sagen, toll, dass du uns jetzt die Arbeiten zeigst. Und Wolfgang, willst du noch was Biografisches sagen? Okay, also wir kennen uns auch, deswegen war der selbe. Wir kennen uns auch seit 2009. Wir sind im Prinzip irgendwie parallel irgendwie auch in der neuen Schule für Fotografie und danach in den Workshops. Also es hat mir da auch eine Freude zu sehen, eben auch ein Vertreter, der eben lange an diesen Projekten arbeitet und jetzt sich irgendwie dann eben da auch sehr stark in Kasachstan irgendwie eingearbeitet, da irgendwie wirklich mehrere Werkgruppen dazu hergestellt hat, da eine Publikation in der Vorbereitung ist. Zu unserer letzten Ausstellung, die wir irgendwie in Potsdam hatten, konnte er nicht kommen, weil er gerade eine Einzelausstellung in Peking hatte, irgendwie so. Irgendwie man merkte irgendwie so, schön zu sehen, irgendwie, dass du mit den Arbeiten unterwegs bist und dass du es uns heute hier irgendwie vorstellst. Also, bitteschön. Vielen Dank. Also ich werde das meiste von hier aus machen und auch gar nicht so viel zu meinen Bildern erzählen, sondern lass bitte mal das Licht noch an. Lass bitte mal, ich möchte ja nicht im Dunkeln rumstehen. sondern nur ganz kurz eine Einführung geben. Ich werde zwei Arbeiten vorstellen. Eine kleinere, diese virtuellen Landschaften, die als Buch da liegen, vorne schon, manche haben es vielleicht schon angeschaut. Und das zweite wird ein Buch sein, was ich gerade zur Veröffentlichung vorbereite, wird im Sommer, Herbst erscheinen, was den Titel hat Urban Nomads und was die abschließende Publikation zu diesem Kasachstan-Projekt sein wird. Die meisten, wenn ich über meine Arbeiten rede, fragen sofort Kasachstan. Um Gottes Willen, wie kommst du aus Kasachstan? Was steckt dahinter? Was ist der spezielle Grund? Die Frage hat noch keiner gestellt, deswegen werde ich jetzt auch erstmal noch nicht beantworten, sondern es vielleicht der Diskussion überlassen, den Spannungsbogen mal noch offen halten. Zu meiner Biografie möchte ich vielleicht zuerst noch sagen, ich bin von Haus aus Industriedesigner. Mein zweiter Beruf ist, ich bin Soziologe und als drittes war ich dann ein Weilchen im Management unterwegs und als mir das dann da so ein kreativer Bruch da war, habe ich mich auf die Fotografie zurückbesonnen, die ich seit meinem 15. Lebensjahr betrieben habe, sehr intensiv und die ich dann irgendwann mit 22, 23 völlig fallen habe lassen. Nach dem Designstudium. Und da bin ich jetzt zurückgekehrt. Da kann ich die Bilder. Ah ja, okay. Da bin ich jetzt zurückgekehrt und seit 3 Jahren mache ich dieses Projekt in Kasachstan. Davor habe ich verschiedene Einzelprojekte gemacht, teilweise auch im Ausland. Was ist das Thema dieses Kasachstan-Projektes? Kasachstan ist, wie alle wissen, eines dieser früheren Sowjetrepubliken, also ein Transformationsland. Ich habe mich dem genähert, wie gesagt, näher können wir dann vielleicht in der Diskussion anschließend, mit der Frage, was passiert in diesem kulturellen, nachdem ich mich lange beschäftigt habe im Vorfeld, eigentlich über Jahrzehnte mit diesen Transformationsländern und dann auch spezieller Kasachstan, bis ich dann irgendwann gesagt habe, jetzt muss ich da auch hin und muss das mal nicht nur von außen mich mit beschäftigen, sondern vor Ort gucken, wie das da aussieht. Und das Thema ist gewesen, erstmal megagalaktisch, was sind die kulturellen Umbrüche in so einer Transformationsgesellschaft? So, das ist jetzt natürlich wirklich megagalaktisch, wie geht man das fotografisch an? Und da ist meine Grundidee die gewesen, ich erkunde das Land und versuche
in Alltagssituationen, in für mich typisch erscheinenden Alltagssituationen zu zeigen, wie stellen sich für mich diese kulturellen Entwicklungen und Brüche dar. Dazu möchte ich vorab, bevor wir dann die Bilder anschauen, doch noch eines sagen. Also was ich ganz wichtig finde, jetzt weniger für diese erste Arbeit, aber vor allem dann für die zweite, die ich zeige, den Urban Nomads. Für meine Wahrnehmung, also der Beschäftigung davor und als ich auch im Land war, hat sich das so zunehmend auch bestätigt und konkretisiert. Was ist das Besondere dieses riesengroßen Landes? Kennt es jemand von Ihnen? Ist vielleicht schon jemand schon dort gewesen, hier im Raum, in Kasachstan? Oder historische Wurzeln? Ah ja, einer. Weil die allermeisten Spätaussiedler und ihre Kinder, die sogenannten Russlanddeutschen, die sind aus Kasachstan, 80% im Grunde genommen, die hier dann zurückgekommen sind nach 89, 91. Ja, was ist das Typische und das ganz Spezielle der Kultur dieses Landes? Für meine Begriffe ist es Folgendes. Es gibt drei große kulturelle Strömungen. Das ist zum einen die traditionelle kasachische Kultur. Zum zweiten all das, was man eben als sozialistisches Erbe aus der Sowjetunion an Kultur hat, über lange Jahrzehnte gewachsen, was man heute überall noch sieht und spürt und was auch noch lange so sein wird, meinem Eindruck und meiner Überzeugung nach. Und zum Dritten die westliche Moderne, die über dieses Land reinbricht, die begierig aufgesogen wird von der Jugend und so weiter. So, das ist jetzt zunächst noch nicht ganz so aufregend als Beobachtung. Das Spannende ist jetzt für meine Begriffe, was passiert da eigentlich? Ist das sozusagen eine Strömung, die von der anderen abgelöst wird, übernommen wird? Ich denke, das Interessante ist, wie spielen diese drei verschiedenen Strömungen, wie spielen die zusammen? Es ergeben sich da neue Mischungen, eine Melange und es entwickelt sich etwas Neues, von dem man teilweise noch gar nicht weiß, was ist es. Das Ganze ist dann auch wiederum natürlich ganz unterschiedlich, wo ich mich gerade befinde im Land. Wenn ich in der aufstrebenden Hauptstadt Astana bin, was so als das Dubai der Steppe bezeichnet wird, also eine Retortenstadt, wo jetzt die Expo im Übrigen eröffnet wird, die erste Expo, die in dem Bereich der früheren Sowjetunion wird da stattfinden, ab Juni bis September. Also je nachdem, wo man sich befindet oder ob man ganz im Süden in Almaty, in der früheren Hauptstadt sich befindet, die stärker europäisch geprägt ist von den Einflüssen oder ob man sich ganz im Westen am Kaspischen Meer in den Erdölstädten oder ganz im Osten schon nahe der chinesischen Grenze befindet, da stellt sich das natürlich ganz unterschiedlich dar, wie diese Kulturströmungen sich mischen und es da etwas Neues daraus entsteht. Kurzum, mein Interesse und mein Anliegen ist gewesen, das zu erfassen, in typischen Alltagssituationen abzubilden, weil mir schnell klar war, oder eigentlich schon bevor ich das Projekt angefangen habe, klar war, weil viele Leute haben gesagt, also du bist völlig verrückt da als Westler, also mit so einem Anspruch daran zu gehen und so wie du fotografierst. 2009 bin ich das erste Mal dort gewesen. Und als ich die Bilder hier gezeigt habe, sagen also die verreißen nicht in der Luft, wenn du sagst, das ist mein Bild von eurem Land. Von daher habe ich gleich gesagt, verbinde ein Ausstellungsprojekt damit. Das heißt, ich habe eine Reihe von Ausstellungen, und zwar genau mit den Bildern, die ich jetzt zeige, den virtuellen Landschaften in Kasachstan an 6 verschiedenen Orten gemacht, bin da ein Jahr mit diesen Bildern durch das Land getingelt. So, und jetzt kommen noch 2-3 Bemerkungen zu dieser Serie und dann lasse ich sie wirklich durchlaufen. So hat sich das dargestellt, die Szenerie, als ich das erste Mal 2009 da war, wie überall in allen Städten der Länder dieser Welt, wo viel gebaut wird, gibt es natürlich solche Blechzäune überall. In Kasachstan gibt es die noch mehr, weshalb diese Blechzäune haben auch die Funktion, Stellen, die man nicht sehen soll, zu verstecken, den frisch erworbenen Privatbesitz zu verstecken hinter Zäunen. Also man sieht die überall. Und dann 5 Jahre später, 2014, habe ich dann dieses Projekt richtig gestartet. Wollte ich viel früher, aber es dauerte 5 Jahre, bin ich da wiedergekommen und war völlig verblüfft, weil diese Blechzäune waren weg.
Sie waren verschwunden hinter Landschaften. Also in Astana ist kaum mehr ein Blechzaun zu sehen gewesen. Es gab überall diese Landschaftsbilder. Und auch in den allermeisten anderen Städten ist diese Situation so vorzufinden gewesen. Da sieht man die Birken gerade noch ein bisschen über dem Schnee, da hat es sehr viel Schnee gegeben, die Spitzen rausgucken. Diese Arbeit hat im Grunde genommen zwei Themen. Das eine Thema ist ganz schlichtweg die Rückkehr der Natur in die Stadt. Hat natürlich einen ironischen Kick. Manche haben das auch bemerkt und fanden das gar nicht witzig. Also die Ironiefähigkeit ist in dem Land relativ schwach. Das zweite Thema, das sieht man jetzt an dem Bild, ist, ich habe dann, je mehr ich rumgelaufen bin und fotografiert habe, dachte ich, also da steckt natürlich noch was ganz anderes drin, nämlich das Spiel. Je nachdem, wie ich hingucke, kommt gleich ein Bild, wo ich das erklären kann, was ich sage. Je nachdem, wie ich hinschaue, das Spiel, was ist jetzt eigentlich die Wirklichkeit? Also je nachdem, wie das Licht drauf steht oder den Winkel, den Aufnahmewinkel, den ich suche oder den Ausschnitt, das Spiel damit, also ist sozusagen das Abbild der Natur die Wirklichkeit und das andere ist eigentlich die Fiktion oder umgekehrt. Und meine fotografische Strategie ist die gewesen, dann diese Irritation zu erzeugen. Also wenn man das einzelne Bild sieht, wo man dann jetzt gar nicht mehr weiß, also in welchem Wald stehe ich eigentlich oder stehe ich im Wald oder was. Sind natürlich dann auch solche Dinge dabei, wo man dann also wunderschöne Collagen hat. So, also das wäre jetzt so ein Beispiel für so eine Fiktion. Wenn man nur dieses Bild sehen würde, da wäre klar, natürlich wunderschöner Wald im Nebel und erst beim näheren Hinschauen merkt man, also irgendwas stimmt jetzt nicht, was stimmt eigentlich nicht. Und wenn immer ich bei den Ausstellungen, es hat ja viele Veranstaltungen gegeben und viele Diskussionsrunden, dann habe ich immer gesagt, naja, und das ist natürlich ein altes Thema in der Kunst, im Westen zumindest, keine Frage. Und wenn man jetzt fragt, was ist jetzt da die Wirklichkeit, dann ist es natürlich eine Frage, die sich nicht nur an das Bild stellt, sondern für mich ist es natürlich symbolisch gemeint, was ist eigentlich die Wirklichkeit in dieser Gesellschaft, in der ihr lebt, in der wir leben, wo wir hinschauen, was ist eigentlich, ja, das ist ja immer oft nicht so klar. Das ist die Botschaft und der Diskussionsanreiz, den ich da geben wollte. So, also in dem Kreis muss ich das nicht sagen, aber an anderen Orten und in Kasachstan habe ich bei der Vorstellung immer von vornherein gesagt, also Leute, das sind keine Collagen und keine Montagen, das ist alles so aufgenommen, da ist nichts manipuliert. Und also bei vielen Gesprächen, also ich erinnere mich an eine große Runde mit Presse, da nach einer Stunde Diskussion, obwohl ich es am Anfang sagte eine Journalistin, ach, aber jetzt erklären Sie doch mal, wieso haben Sie denn die Lampen hier so arrangiert? Da sage ich, ich habe nichts arrangiert, die lagen so, das ist alles so gewesen. So, und das ist dann auch schon das letzte Bild. Wir können vielleicht in der Diskussion darauf kommen, das zu entschlüsseln. Jetzt die Ausstellungsansichten überspringen wir. Jetzt kommen wir zu den Nomaden. Hier ist die Nomaden? Die Nomaden, ja. Ja, und jetzt kommen die Urban Nomads. Und da würde ich sagen, sage ich jetzt eigentlich nicht mehr dazu, als das Wichtigste ist eigentlich gesagt. Das ist jetzt schon soll das Titelbild des Buches sein.
Das Einzige, was ich jetzt vielleicht noch als Vorbemerkung sagen müsste, also was jetzt rechts, links im Buch und so ist, das habe ich jetzt in der Präsentation ausgeklammert, das macht keinen Sinn, aber ich habe hier wie im Buch-Edit sozusagen Größenverhältnisse beibehalten, denn sehr viele der Bilder verstehen sich als Paare und da kommt es natürlich auch auf die Größenverhältnisse an, wie ich denke. Kurze Informationsfragen sind oder so, bitte einfach ganz kurz zurufen, dann das können wir so. Sind wir immer noch in Kasachstan? Ja, ja, das ist alles Kasachstan, natürlich, ja, ja. Zu schnell? Okay, bitte. Ja, gerne langsamer. Eine Anmerkung vielleicht, ich habe eine spezielle Serie gemacht über die Spielcasino-Szenerie in Kasachstan. An zwei Orten konzentriert sich Spielcasinos, eigene ganz spannende Geschichte, die in gewisser Weise für mich eben auch so prototypisch war für manche Entwicklungen. Da sind einige Bilder mit bei, wie dieses links zum Beispiel, kommt noch ein, zwei, und das rechts zum Beispiel auch. Schaktinsk, schöne Stadt, heißt die Schrift. Ganz kurze Änderung, kleine lustige Geschichte. Also, als ich das Bild links gemacht habe, ich bin da eingeladen gewesen in der Familie und dann diesen Teppich fotografiert hat, da kam dann der Besitzer des Hauses und der Gastgeber. Also, was ich denn mit dem Bild machen wolle, ich finde es schön und ich weiß jetzt noch nicht, was ich. Ja, also, nicht, dass sie dieses Bild dann zeigen im Westen und sagen, dass wir jetzt unsere Füße auf Khrushchev abtreten wollen. Das möchte er bitte nicht transportiert wissen wollen als Botschaft. Das Buch gliedert sich in fünf Abschnitte, die dann gekennzeichnet sind. Das habe ich jetzt auch hier weggelassen. Das ist jetzt der mittlere dritte Abschnitt. Der bezeichnet wird After the Fall, nach dem Niedergang der Sowjetunion. Also ich habe so im Grunde genommen in der Dramaturgie versucht, sozusagen so eine Wanderung ein bisschen durch die Geschichte und
richtig soweit, bei den meisten. Kein Mensch ist eine Figur. Ich meine, hier traut sich nicht zu fragen. Ich habe eine Arbeit innerhalb des ganzen Komplexes, ist ein Porträtprojekt. Da sind einige dabei, wie dieses links hier. Generationenporträts habe ich das genannt. Das links ist vielleicht noch wichtig, das ist der Präsidentenpalast. Nazarbayev ist der Präsident des Landes seit 92 von Anfang an, unumstrittener Herrscher. Und der Gärtner, da ist des Präsidenten sonst nicht so häufig abgebildet. Mehr solche Bilder in der Art links, wo ich jetzt nur das eine reingenommen habe und ich in dieser Virtual Landscapes Serie und in dem Buch dazu draußen gelassen habe, also Bilder, die sozusagen die Gesamtszenerie dieser Inszenierung im urbanen Raum darstellen, das habe ich jetzt nur das eine hier drin. Ja, und das ist das letzte Bild der Serie und des Buches. Ja, vielen Dank.